DFG Science TV. Beton gut verbunden. Bruchversuche. Wie stark ist ultrahochfest? Ein Großteil der Bauteilversuche sind abgeschlossen. Das Forscherteam aus Aachen wird ihre neuen Erkenntnisse jetzt veröffentlichen. Auf einer internationalen Konferenz für Betonbau in Baden bei Wien will Projektleiter Guido die Ergebnisse präsentieren. Von Aachen bis nach Wien muss Ingenieur Guido insgesamt 1000 Kilometer zurücklegen. Die Reise ist nicht so entspannt wie mit dem Flugzeug. Dennoch gibt es auf der Fahrt nach Wien einiges Interessantes zu sehen. Auch dem aufmerksamen Laien fallen die verschiedenen Bauweisen der Brücken auf. Die meisten Brücken sind aus Stahlbeton oder Spannbeton. An den farbigen Stahluntergurten unter der Betonkonstruktion erkennt man den Verbundbau. Von schräg verlaufend, durchgehend gerade Stahlfachwerke bis hin zu ganz gebogenen Varianten sind viele Formen möglich. Stahlfaserbetone werden oft für Tunnelschalen verwendet. Sehen kann man die Stahlfasern am fertigen Bau allerdings nicht mehr. Endlich! Nach fast 10 Stunden hat Guido sein Ziel erreicht. Mit all den Bauwerken und Filmaufnahmen verging die Fahrt dann doch wie im Flug. Bevor der Ingenieur seine Ergebnisse präsentiert, kann Guido 3 Tage ausspannen. Diesmal ganz ohne UHPC. Bei Konferenzen lässt sich Arbeit und Freizeit besonders gut verbinden. Jeder Konferenzort hat natürlich seine Besonderheiten, die man nutzen muss. Und zu Österreich gehören die Berge. Deswegen gehen wir heute hier rauf. So, gleich geht's los. Die Kamera bleibt natürlich hier und ich mache euch von oben ein paar Bilder. Aber nicht nur die Berge haben ihren Reiz. Auch die Stadt Wien hat einiges zu bieten. Der Ingenieur interessiert sich natürlich für die alten Gebäude und ihre Bauweise. Sightseeing ist angesagt. Manchmal ist die Statik auch etwas schräg. Aber doch ein architektonisches Highlight. Und manchmal geradlinig und regelmäßig. Ein Ingenieur im Urlaub bleibt immer noch ein Ingenieur. Umso wichtiger ist es, dass die Konferenz jetzt beginnt. Der Berg war ganz schön anstrengend und ich habe den Muskelkater auch immer noch in den Beinen. Aber jetzt muss ich ja nur noch die 4 Stufen zum Podium hinauf. Wissenschaftler aus 16 Nationen sind hier vor Ort. Auch Guido stellt hier die Ergebnisse der Versuche aus Aachen vor. Ja, es waren eine Menge interessanter Beiträge. Nur schade, dass Sabine und Jörg nicht dabei waren. Aber ich denke, nächstes Jahr in Südafrika, da werden wir zusammen hinfahren. Mit der Vorstellung der Ergebnisse auf der Konferenz geht auch DFG Science TV zu Ende. Das Team aus Aachen forscht aber weiter. Jetzt haben wir ja viele Versuchsergebnisse produziert und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass diese Ergebnisse veröffentlicht werden. Der erste Schritt war ja, dass wir die Ergebnisse auf Tagungen präsentieren, mit dem Ziel, möglichst frühzeitig in Kontakt zu treten mit anderen jungen Forschern, um einen Austausch vorzunehmen. Und der zweite Schritt muss jetzt sein, diese Ergebnisse auch in international bekannten Zeitschriften zu veröffentlichen, damit dann diese Ergebnisse von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert auch international sichtbar werden. Unser Science TV ist jetzt zwar am Ende angelangt, aber die Arbeiten gehen für uns natürlich weiter. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Interesse für das Bauingenieurwesen und für die Forschung wecken. Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.